Der FVN stellt in den Kreisen am Niederrhein den Masterplan und alles, was damit verbunden ist, gerade den Vereinsvertretern vor. Wir sind hier mit dem Vorsitzenden des FVN, Peter Friemuth, der das hier heute in Mönchengladbach wie auch in den anderen 13 Kreisen getan hat. Und wir wollten jetzt einfach gerne mal hören, was sind so die Kernpunkte aus dem Masterplan? Ja, die Kernpunkte aus dem gesamten Themenkomplex Amateurfußballkampagne und Masterplan ist eigentlich erstmal grundlegend die Tatsache, dass allen Vereinsvertretern, ob Junioren oder Senioren, deutlich werden soll, dass es sich nicht um irgendeine Konzeption, die irgendwo in einer verstockten Kämmerlein entwickelt wurde, handelt, sondern dass Basis der Amateurfußballkongress 2012 ist, wo im Prinzip Vereine aus ganz Deutschland letztlich ihre Themen, ihre Sorgen, ihre Unterstützungswünsche zusammengetragen haben und dann in der Folge das durch Arbeitsgruppen, wo auch wieder Vereine und Kreise sehr massiv eingebunden waren, in eine Gesamtkonzeption entwickelt wurde, die sich dann wiederum aus den Bereichen Kommunikation, Spielbetrieb und Vereinsservice zusammensetzt. Das ist ja ein bisschen das, was das vielleicht auch von Projekten in der Vergangenheit unterscheidet, wo eben dieser Eindruck ja vielleicht nicht nur aufgekommen ist, sondern wo es dann vielleicht zum Teil auch einfach so war, dass da nicht unbedingt die Basis zu Wort gekommen ist. Und das ist natürlich dann vielleicht auch das, warum das jetzt einfach ein bisschen transparenter auch so an die Leute gebracht werden kann. Ja, ich sage mal, andere Zeiten erfordern andere Vorgehensweisen. Und ich denke, es ist gerade in der heutigen Zeit sehr, sehr wichtig, den Verein eigentlich deutlich zu machen, dass man Verband, Verein, DFB letztlich als Einheit sehen muss. Und bei Verband meine ich natürlich auch immer unsere Fußballkreise mit, so dass man hier im Prinzip ja auch gewisse Hemmschwellen, die sicherlich auch manchmal aus einer traditionellen Betrachtung sind, dass man ja als Verein so Probleme hat und meint, man wäre als Bittsteller beim Verband unterwegs, dass das aufgelöst wird und dass deutlich wird, dass Kreise, Verband, Bundesspitze, auch der DFB im Prinzip eigentlich erwarten, dass Vereine mit ihren Anliegen sich an sie wenden und wir versuchen, Vereinen Hilfestellung zu geben. Mhm. Das kann natürlich nicht in jedem Einzelfall funktionieren, klar, aber zumindest die Ansätze können wir darstellen. Jetzt ist das hier nicht der erste Kreis gewesen, in dem Sie das vorgestellt haben. Ich weiß nicht, wie viel waren es bisher? Bisher waren es 9. Bisher waren es 9, dann geht es ja schon eher dem Ende entgegen langsam. Jetzt war es ja heute eine Veranstaltung, wo auch so von den Nachfragen her, wo es auch insgesamt relativ ruhig war, das war in anderen Kreisen ja teilweise ein bisschen anders. Da ist ja schon ein bisschen mehr gekommen, was man so hört und auch gelesen hat. Ja, wie ist das Feedback so bisher gewesen? Ja, es waren insgesamt teilweise natürlich sehr anregende Diskussionen, die aber, ich sag mal, komplett vielschichtig waren. Also es gibt eigentlich kein Thema, wo man sagen kann, das war ein Anliegen in jeder Veranstaltung. Mhm. Das hat auch oft etwas mit den Strukturen im Kreis zu tun, natürlich auch mit Problemstellungen. Wir hatten rein IT-relevante, kommunikationstechnische Themen, wo es Anregungen gab, wo es Verbesserungsvorschläge gab, wo aber auch einfach nur manchmal Verständnisfragen und Unwissenheit ein bisschen in der Hintergrund waren. Wir hatten natürlich die Frage zum Hallenfußball. Wir hatten immer wieder das Thema vereinzelte Trikotwerbung. Was relativ häufig aufgetreten ist, ist im Prinzip das Bedürfnis, ja, möglichst mehr Schiedsrichter zu haben und die Problematik der Schiedsrichtergewinnung. Da gab es sogar bis hin zu Vorschläge, man soll die Rahmenbedingungen für die Schiedsrichter verbessern, also sogar aus Sicht der Vereine. Also es war ein sehr vielschichtiger Bereich und natürlich fehlten nie Fragen zum Spielbetrieb, die natürlich immer lokal, individuell mit dem jeweiligen Kreis dann auch besprochen werden. Klar, jetzt haben Sie gerade das Thema Hallenfußball schon angeschnitten. Das ist natürlich was, wo im Moment auch viel Fragen und Unsicherheit und teilweise auch Ängste um etablierte Veranstaltungen so an uns herangetragen werden. Wie sieht es denn da jetzt aus? Worum müssen die Vereine sich denn jetzt wirklich konkret in der nächsten Saison darauf einstellen? Es ist relativ klar, dass wir im Prinzip nicht über das Verbot Hallenfußball platzieren wollen. Wir haben eine klare Maßgabe innerhalb unseres Verbandes, die aber auch alle anderen Landesverbände haben, dass soweit es sich um Verbandswettbewerbe handelt, Verband bedeutet Landesverbandsebene oder Kreisebene, dann wird im Prinzip nach diesen Hallenfußballregeln gespielt. Da muss man sicherlich auch noch deutlich machen, dass es hier keine neuen Hallenfußballregeln sind, sondern eigentlich diese Regeln überall in allen Nachbarländern gelten. Nur in Deutschland gibt es eine traditionelle Betrachtung. Und auf der anderen Seite, um jetzt zum zweiten Punkt der Vereinsturniere zu kommen, da bin ich der Meinung, dass es ein falscher Weg wäre, im Prinzip jetzt ab kommenden Sommer über Verbote zu agieren. Hier sollte man in den Dialog treten, ohne Turniere zu verbieten, aber
den Schritten zu versuchen, deutlich zu machen, dass es eben wichtig ist, wirklich auf diese Form des Hallenfußballs auch mit dem Ball und mit den Spielregeln umzusteigen, weil es einfach Vorteile im gesamten Spielablauf, im gesamten Spiel eben auch darstellt. Und ich glaube, das ist etwas, was das Ziel sein muss. Wir können nicht auf der einen Seite Kommunikation propagieren und beim nächstbesten Thema im Prinzip schon über Sanktionen und Verbote agieren. Also von daher setze ich da auch gerade bei den Vereinen, die im Junioren- oder Seniorenbereich Hallenturniere durchführen, eben auf die Kommunikation und möglicherweise stufenweise dann das im Prinzip auf die normal eben üblichen Hallenregeln, die für unsere Vereine als neu ja betrachtet werden, dann eben umgestellt wird. Eine Koexistenz bietet dann ja auch da die Möglichkeit, Überzeugungsarbeit für die Futsal-Variante dann einfach halt auch zu bieten. Ne? Richtig, richtig. Klar. Okay, dann bedanke ich mich ganz herzlich. Gerne. Und wünsche viel Spaß und viel Glück bei der weiteren Tour durch die Kreise. Vielen Dank, alles Gute auch.